Ich bin heute beim THW in Kirchheim, weil ich die wichtige Arbeit des THW stärker ins Bewusstsein rücken will. Das THW leistet überwiegend ehrenamtliche Arbeit im Bereich des zivilen Katastrophenschutzes, hilft also bei Überschwemmungen wie neulich hier auch in Kirchheim und wird zu 100% vom Bund finanziert. Und wir als SPD haben uns bei diesem Bundeshaushalt dafür eingesetzt, dass das THW zusätzliche Stellen bekommt, dass die Liegenschaften, die Mannschaftsräume, die Werkstätten des THW besser ausgestattet werden und dass vor allem das THW auch eine gute technische Ausstattung mit Geräten und Fahrzeugen bekommt. Und ich wollte mir mal vor Ort ein Bild davon machen. Ich habe extra den Martin Gerster mitgebracht, er ist im Haushaltsausschuss des Bundestages zuständig für das THW. Wir wollen zusammen mit der BIMA, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die für die Liegenschaften des THW zuständig ist, und zusammen natürlich mit der Stadt Kirchheim nach Alternativen suchen, denn hier sind die Verhältnisse doch recht beengt, wenn schwere Transporter hier rein und raus fahren und auch Stärke des THW hat so zugenommen, dass sie einfach mehr Raum brauchen. Und deshalb sollten wir hier in Kirchheim einen besseren Platz für sie finden. Das ist eine wichtige Veranstaltung aus mehreren Gründen. Wir sind zum einen Bundesbehörde, das heißt, wir werden direkt vom Innenministerium geführt. Und damit heißt natürlich auch, diejenigen, die über das Wohl und Wehe des THWs entscheiden, sind die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Deswegen ist uns einfach wichtig zu transportieren, was machen wir hier vor Ort, wie sieht das THW vor Ort aus, damit die Abgeordneten einen guten Eindruck bekommen. Zum Zweiten ist es auch wichtig, Danke zu sagen. Danke, dass die Abgeordneten sich in der Vergangenheit sehr, sehr stark fürs THW eingesetzt haben und damit natürlich auch für den Bevölkerungsschutz und für all die Menschen, die irgendwo in Not geraten. Und das Dritte ist einfach auch wichtig, dass man im Dialog bleibt und eben dann auch die Möglichkeit hat, die örtlichen Themen gemeinsam mit den Bundestagsabgeordneten durchzusprechen und genau, wie gesagt, auch die Fragen, die Bundestagsabgeordneten haben, einfach beantworten zu können, damit sie dieses Abstrakte, da gibt es das THW, wirklich auch plastisch vor Augen sehen können, wenn sie dann über irgendwelche Sachen entscheiden müssen. Also das THW in Kirchheim unter Teck hat ein breites Aufgabenspektrum. Das beginnt damit, dass wir zum einen eine Generalistengruppe haben, die nennt sich die erste Bergungsgruppe, die so ein bisschen so das, was MacGyver, so die Älteren kennen das noch, so was MacGyver oder das Schweizer Taschenmesser ist, mit dem man sehr, sehr viele unterschiedliche Aufgaben im Zivil- und Katastrophenschutz angehen kann. Wir haben hier ferner Expertengruppen. Da kommt als erstes die Räumgruppe. Das ist die Gruppe mit dem Radbagger, die dazu geeignet ist, Straßen zu bauen, Wege zu bauen, Trümmerfelder zu beräumen oder auch mit dem Bohrhammer durch Trümmer vorzudringen. Dann haben wir das nennt sich Einsatzstellensicherungssystem, ESS. Das ist ein System, mit dem ich Häuser, Hänge oder alle Objekte, die sich irgendwo unterbrücken, die sich bewegen könnten, beobachten kann, um zu sehen, gibt es da eine Bewegung im Haus, zum Beispiel nach einem Brand oder nach einem Erdbeben, das dazu führen wird, dass das Haus instabil wird und einstürzt, sodass man einfach hinreichend Reaktionszeit hat, die ganze Mannschaft, die im Einsatz ist, dann aus dem Gebäude rauszuziehen, bevor etwas passiert. Dann haben wir hier die Fachgruppe Führung und Kommunikation, ein Teil oder den größten Teil hier der Gruppe. Die anderen Einheiten stehen im Ostverband Ostfildern und in Neuhausen. Und gemeinsam ist das so das Führungsinstrument des THWs, weil eines der wichtigen Punkte des THWs ist, dass wir autark einsetzbar sind und damit eben auch eine eigene Führungsstruktur haben, die wir dann den Bedarfsträger, wie zum Beispiel der Feuerwehr, unterstellen können oder eben auch unsere eigenen Kräfte führen, um dort unterwegs zu sein. Last but not least haben wir noch die schwere Bergung. Die machen da weiter, wo die Bergung aufhört. Die haben dann ein Plasmaschneidgerät oder Betonkettensäge, um dann auch durch schwerste Vertrümmerungen vordringen zu können und auch schwerste Trümmer dann entsprechend anheben und bearbeiten können. Dazu sehen wir hier jetzt auch gerade noch unsere Jugendgruppe, wo es erfreulicherweise eine sehr starke haben. Zum einen die Minis mit etwa fast 30 Mini-Helfern, die so zwischen 6 und 10 Jahre sind und weitere etwa 30 Junghelfer, die zwischen 10 und 18 sind und die dann
schon mal spielerisch an die Sache herangeführt werden, früh Teamgeist lernen, die früh eben auch Sachen wie Erste Hilfe, Verhalten im Katastrophenfall lernen und eben auch hier ganz praktisch arbeiten, die dann später auch bei den Aktiven wieder auftauchen, auch schon üben können. Wir haben so zwischen, sag ich mal, 10 und 15 Einsätze. Jetzt der jüngste war hier beim Starkregen in Kirchheim, wo wir gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr den Kirchheimer Bürgern geholfen haben, Keller leer zu pumpen, Trümmer zu beseitigen, die Unterführung da wieder gangbar zu machen. Oder auch zum Beispiel in Hochdorf, eine von diesen großen Tiefgaragen, die in Hochdorf vollgelaufen sind, wurde durch Experten des THWs leer gepumpt. Und da macht sich zum Beispiel diese übergreifende Arbeit dann bemerkbar. Wir haben unsere eigenen Kräfte, waren hier gebunden. Wir haben dann die Fachgruppe Wasserschadenpumpen. Das ist so eine Expertengruppe wie hier die Räumen zum Beispiel. Die haben wir aus Böblingen nachgeholt, um sie dann in Hochdorf einsetzen zu können, damit auch den Menschen dort geholfen wird.